Ein Waldstück bei Bad Hersfeld in Hessen. Hier wird im Jahr 1988 die Leiche der 21-jährigen Kerstin S. gefunden. Sie wurde umgebracht. Die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Moderator Eduard Zimmermann hat nach diesem Verbrechen versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Der Journalist Ralf Döbele hat sich mit dem Fall befasst. Er lobt das Vorgehen der Ermittler. Besonders in diesem Fall ist sicher auch die minutiöse Kleinarbeit der Spurensicherung, die innerhalb des Fahrzeugs des Opfers ganz entscheidende Beweisstücke sichern konnte, und das Ende der 80er Jahre. Und erst einige Jahrzehnte später konnten diese Beweisstücke dann tatsächlich zur Verurteilung des Täters führen. Das Opfer, die 21-jährige Kerstin S., kommt aus Waldemsstein-Fischbach in Südhessen. Kerstin S. arbeitete für ein größeres Feinkostunternehmen in Taunusstein. Sie war Vertreterin. Die Firma stellte ihr für diesen Zweck ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung, einen weißen Ford Escort, der ausschließlich von ihr benutzt wurde. Sie war als Vertreterin für die Bereiche Rheinland und Hessen zuständig. Das bedeutete auch längere Touren mitunter. Die teilte sie sich aber immer so ein, dass sie abends wieder nach Hause fahren konnte. Gegen 7.30 Uhr morgens verabschiedet sich Kerstin S. am 17. November 1988 von ihrer Mutter. Mit ihrem Firmenwagen fährt sie an diesem Tag zunächst ins fast 200 Kilometer entfernte Kassel. Dort besuchte sie einen Großmarkt, hielt sich dort bis gegen 12 Uhr auf, fuhr dann weiter. Das war das letzte Mal, dass sie nachweislich lebend gesehen worden war. Alles nichts. Die besorgte Mutter meldet ihre Tochter kurz darauf als vermisst. 48 Stunden später gibt es einen ersten Hinweis auf den Wagen von Kerstin. Wir sind hier an der Autobahnraststätte Herborn-Dollenberg an der Sauerlandlinie Richtung Norden. Am 19. November 1988 fiel hier einer Polizeistreife ein weißer Ford Escort auf. Dabei stellten sie fest, dass er unverschlossen war, der Schlüssel steckte, und im Fahrzeug fanden die Beamten die Handtasche einer Frau mit Personalpapieren auf den Namen Kerstin S. Besonders auffällig war, dass die Windschutzscheibe eingerissen worden war. Möglicherweise war es im Inneren des Autos zu einem Kampf gekommen. Was genau ist der jungen Frau passiert? Vor allem für die Angehörigen ist die Ungewissheit kaum zu ertragen. Die Familie musste hier 3 Wochen zwischen Hoffen und Bangen verbringen, bis überhaupt klar war, was mit ihrer Tochter, was mit der Schwester passiert ist. 130 Kilometer von der Autobahnraststätte Dollenberg entfernt, ein Waldstück in Nordhessen. Wir sind hier in Neuenstein-Obergeis in einem kleinen Waldgebiet unweit der A7. Hier wurde am Morgen des 8. Dezember 1988 die Leiche von Kerstin S. durch einen Rentner gefunden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab später, dass die junge Frau erschlagen worden war und dass sie ihren schweren Kopfverletzungen erlegen war. Das zuständige Landeskriminalamt Wiesbaden vermutet, dass Kerstin S. auf ihrer Tour einen Tramper mitgenommen haben könnte. Und dass ihr das zum Verhängnis wurde. Die Termine der jungen Frau konnten nicht lückenlos rekonstruiert werden. Also die Frage, war sie noch irgendwo aufgefallen? Besonders wichtig war für die Kripo auch festzustellen, wie war der Täter hier von der Raststätte überhaupt weggekommen? Möglicherweise wurde er per Anhalter mitgenommen. Und das vermutlich bereits am Abend des 17. November 1988. In den Monaten nach der Tat kommt es aber nicht zum Durchbruch in diesem Mordfall. Die Polizei bittet deshalb die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst um Hilfe. Am 7. April 1989 sucht Moderator Eduard Zimmermann nach dem Mörder von Kerstin S. Horst Kropp vom LKA Wiesbaden verfolgt unter anderem eine Spur zu einem bestimmten Fahrzeug. Für uns ist es jedenfalls wichtig, die Herkunft dieses Gegenstandes zu klären, der Radkappe eines Subaru Justy. Sie wurde 1 Kilometer vom Leichenfundort entfernt am Ortsausgang von Obergeis gefunden. Diese silberne Radkappe ist deshalb von besonderem Interesse, weil an ihr menschliches Blut haftet. Ein Mann meldete sich und gab an, dass er an der besagten Ausfahrt einen Autounfall gehabt hatte und dass er dabei die Radkappe seines Subaru verloren hatte. Er hätte dann mit der Radkappe hantiert, dadurch sei das menschliche Blut auf die Radkappe gekommen. Zumindest diese Spur konnte nach der Sendung abgehakt werden. Ansonsten war aber keine heiße Spur dabei, die die Beamten zum Täter geführt hätte.
Der Fall Kerstin S. wird für lange Zeit zum Cold Case. Einzige Hoffnung für die Ermittler: Im Fahrzeug des Opfers wurden DNA-Spuren gesichert. Kann mit deren Hilfe der Täter doch noch ausfindig gemacht werden? Der Fortschritt in den Untersuchungsmethoden spielt den Beamten in die Hände. 21 Jahre nach der Tat, im Jahr 2009, kam es in diesem Fall doch noch zur Aufklärung. Dies war vor allem der absolut minutiösen Arbeit der Kriminaltechniker zu verdanken, die im Auto von Kerstin S. mehrere DNA-Spuren gesichert hatten. Diese DNA-Spuren gehörten zu 4 unterschiedlichen Männern. Allerdings nur eine einzige Spur fand sich in dem Fahrzeug sowohl auf der Beifahrerseite als auch auf der Fahrerseite. Die DNA-Spur in dem Auto des Opfers gehört Winfried E. Der Mann ist vorbestraft. Mitte November 1988 hielt sich Winfried E. in einer Entzugsklinik in Marburg auf. Er war damals schwer drogenabhängig, nahm Heroin. Nach nur 2 Tagen entließ er sich allerdings wieder auf eigene Faust aus dieser Klinik. Er hatte keinen Pfennig Geld bei sich, versuchte nach Hause zu trampen, nach Wesel. Die Polizei geht davon aus, dass Kerstin S. ihn als Anhalter mitgenommen hat und er sie dann dazu zwang, nach Neuenstein-Obergeis zu fahren. Es kam zu einem heftigen Kampf im Innern des Fahrzeugs. Dabei wurde Kerstin S. vom Täter erschlagen. Der legte sie danach hier ab und setzte die Weiterfahrt alleine in ihrem Fahrzeug fort. Vermutlich wollte er mit dem Auto nach Hause fahren. Irgendwann bemerkte er aber, dass der Tank fast leer war. Daraufhin, so die Ermittlungen der Polizei, hat der Täter das Fahrzeug auf der Raststätte Herborn-Dollenberg abgestellt und ist per Anhalter weitergefahren. Im Herbst 2009 beginnt vor dem Landgericht Fulda der Prozess gegen Winfried E. Zahlreiche Freunde und Angehörige von Kerstin S. waren vor Ort, auch ihre Mutter. Sie sagte damals in einem Interview, dass sie sich gewünscht hätte, dass sich der Angeklagte noch zu der Tat äußert, zu den letzten Stunden im Leben ihrer Tochter. Er tat dies aber nicht. Er bestritt die Tat bis zuletzt. Am Landgericht Fulda entwickelt sich ein klassischer Indizienprozess. Der Angeklagte sagt, er könne nicht ausschließen, dass er von der 21-Jährigen mitgenommen worden sei. Umgebracht habe er sie aber definitiv nicht. Eine Besonderheit an diesem Verfahren ist sicherlich auch, dass kurz vor dem Urteilsspruch die Staatsanwaltschaft auf Freispruch plädierte, weil ihr die Beweiskette nicht dicht genug war. Das Schwurgericht kam aber letztendlich zu einem anderen Urteil. Und Winfried E. wurde wegen des Mordes an Kerstin S. zu 12 Jahren Haft verurteilt. Das Urteil gegen Winfried E. wird in zweiter Instanz vom Bundesgerichtshof bestätigt. Allerdings wurde seine Haftstrafe auf 10 Jahre gesenkt, was damit zu tun hatte, dass er zum Zeitpunkt der Tat nicht voll schuldfähig gewesen war, mutmaßlich wegen dem Drogenentzug, den Entzugserscheinungen, unter denen er gelitten hatte zu diesem Zeitpunkt. Offenbar wurde Kerstin S. ihre Hilfsbereitschaft zum Verhängnis. Mehr als 2 Jahrzehnte hat es gedauert, bis das Verbrechen an der Feinkostvertreterin geklärt werden konnte.